Schön, dass du da bist. Willkommen zu einem neuen Yoga-Video mit mir. Ich bin Cora und ich habe heute einen wundervollen Self-Care-Morning-Flow für dich. Dieser Flow ist nicht anstrengend. Dieser Flow ist sanft. Dieser Flow ist auch nicht als Workout zu sehen. Dieser Flow hilft dir dabei, dir selbst mit Liebe zu begegnen und ein Gefühl der Selbstschätzung zu kultivieren für deinen Körper und für deinen Geist. Du brauchst heute nichts weiter, nur dich und deine Matte. Und wenn du soweit bist, dann schnapp dir deine Matte und dein Wasser und lass uns beginnen. Beginne im Fersensitz auf deiner Matte. Nimm dir einen Moment Zeit, um anzukommen und um dich mit deinem Atem zu verbinden. Und hier ein Gefühl der Verbundenheit zu kultivieren zu dir selbst und zu deinem Körper. Spüre jedes Ein- und Ausatmen, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Wenn du magst, schließ deine Augen oder lass deinen Blick ganz weich werden. Wenn du magst, mach hier ein paar Kreise mit deinem Kopf. Ein paar Mal in jede Richtung. Und dann greif deine Ellenbogen über deinem Kopf. Wenn das nicht geht, greif deine Handgelenke. Und beginne hier große Kreise mit deiner Wirbelsäule zu machen. Erst in die eine Richtung. Und dann in die andere Richtung. Und dann komm wieder zur Ruhe, zurück zur Mitte und leg dich nach vorne ab in dein Kind, wenn du magst. Bring deine Knie auseinander, dass sich deine Zehenspitzen hinten noch berühren und leg dich vorne zwischen deinen Beinen ab. Lass dich ganz in den Boden schmelzen. Spüre, wie all die kleinen Muskeln in seinem Rücken ganz weich werden. Und wenn du soweit bist, komm einmal hoch hier in deinen Vierfüßlerstand. Bring deine Knie circa mattenbreit auseinander, wenn sie noch nicht so weit auseinander sind. Und dann lass deine linke Hand unter deinem Gesicht und mit dem Einatmen öffne dich ganz weit nach oben mit rechts. Mit dem Ausatmen fädel dich ein und tipp mit deiner rechten Schulter auf den Boden. Einatmen, öffne dich wieder nach oben. Ausatmen, fädel dich ein. Noch dreimal so, atme ein. Und aus. Und ein. Und aus.
leg deine Schulter auf dem Boden ab und wenn du magst, streck deinen linken Arm ganz weit nach vorne. Löse dich langsam und komm wieder hoch. Und lass jetzt die rechte Hand unter deinem Gesicht. Mit dem Einatmen öffne dich ganz weit nach oben mit links. Und ausatmen, fädel dich ein, tipp mit der linken Schulter auf den Boden. Einatmen, öffne dich nach oben. Ausatmen, fädel dich ein. Noch dreimal so, atme ein und aus. Atme ein und aus. Letztes Mal, atme ein und aus. Komm runter, leg deine linke Schulter ab. Wenn du magst, streck deinen rechten Arm gerade nach vorne. Und dann komm langsam wieder hoch in deinen Vierfüßlerstand. Bring deine Knie hüftbreit auseinander, ein bisschen weiter zusammen. Und dann streck einmal dein rechtes Bein gerade nach hinten raus. Bring es einmal hinten über Kreuz auf die linke Seite. Und mit deinem nächsten Einatmen mach einen großen Bogen mit deinem geraden Bein nach vorne auf die rechte Seite. Mit dem Ausatmen wieder zurück. Einatmen, großer Kreis nach vorne. Ausatmen, wieder zurück. Noch dreimal so, atme ein. Und aus. Atme ein. Und aus. Letztes Mal, atme ein und aus. Mit deinem nächsten Einatmen öffne dich nach oben in seinen Baby-Halbmond. Rechtes Bein ist nach hinten gestreckt, rechter Arm streckt sich dazu nach oben. Deine Mitte ist fest. Wenn das nicht mit dem Gleichgewicht geht, schau mal, ob du dein linkes Schienbein ein Stückchen weiter diagonal zur Seite rauslegst. Das hilft ein bisschen mit dem Stand. Ansonsten kannst du auch dein rechtes Bein hinten auf dem Boden lassen. Aber wenn du in deinem Babyhalbmond bist, wenn du möchtest, binde dich hier, greif mit der rechten Hand deinen rechten Fuß, schieb er aktiv in deine Hand, öffne deine Schulter, komm hier in eine leichte Rückbeuge. Und dann löse dich, rechte Hand zieht wieder nach oben, rechter Fuß nach hinten. Und dann mach mit deinem rechten Fuß einen ganz großen Schritt nach vorne an die Innenseite der linken Hand. Super, Fingerspitzen bleiben auf der Matte. Mit dem Ausatmen streck dein vorderes Bein, Fuß ist geflext. Und mit dem Einatmen komm wieder vor, tiefer Ausfallschritt. Mach weiter in deinem eigenen Atemrhythmus. Mit dem Ausatmen schieb dich zurück in seinen halben Affen. Und mit dem Einatmen komm wieder vor in Anjaneyasana.
Wir treffen uns wieder vorne. Mit deinem nächsten Einatmen komm in deine Planke. Und dann lass dich einmal mit deinem Ausatmen komplett zum Boden absinken. Stell deine Hände auf Fingerspitzen ein bisschen weiter auf Schulterhöhe auf. Mit deinem Einatmen komm hoch in deine weiße Kobra. Mit dem Ausatmen wieder zurück. Einatmen, weite Kobra. Und aus, wieder zurück. Ein paar Mal so im eigenen Atemrhythmus. Und dann komm wieder zurück zur Mitte, stell die Hände unter deinen Schultern auf und komm wieder hoch in deinen Vierfüßlerstand. Und dann strecke mal dein linkes Bein gerade nach hinten weg und bring es hinten über Kreuz rüber auf die rechte Seite. Mit dem Einatmen großen Bogen nach vorne links. Ausatmen, wieder zurück. Einatmen, großer Kreis nach vorne. Und aus, zurück. Noch dreimal so, atme ein. Und aus. Und ein. Und aus. Letztes Mal, atme tief ein. Und aus, wieder zurück. Von hier finde deinen Baby-Halbmond. Lass dein linkes Bein gerade nach hinten ziehen. Linke Hand zieht nach oben zur Decke. Öffne deine Hüfte lateral zur Seite. Wieder, wenn das nicht so gut geht, kannst du entweder den linken Fuß auf den Boden lassen oder du stellst dein rechtes Schienbein ein bisschen quer oder diagonal. Das hilft. Wenn du magst, binde dich hier, greif mit der linken Hand den linken Fuß und schieb aktiv mit dem Fuß in die Hand. Öffne dich ein Stückchen nach vorne, leichte Rückbeuge hier. Löse dich, linker Fuß zieht wieder nach hinten, linke Hand nach oben. Und dann mach mit deinem linken Fuß einen ganz großen Schritt nach vorne an die Innenseite der rechten Hand. Sehr schön. Beide Hände bleiben wieder auf der Matte. Mit dem Ausatmen streck dein vorderes Bein, linker Fuß kommt hochgeflext. Mit dem Einatmen komm wieder vor Anjaneyasana. Mach weiter im eigenen Atemrhythmus, mit dem Ausatmen zurück in deinen halben Affen. Einatmen, wieder vor. Wir treffen uns wieder vorne. Mit deinem nächsten Einatmen komm in deine Planke. Mit dem Ausatmen lass dich wieder komplett zum Boden absinken. Stell deine Hände auf Fingerspitzen ein bisschen weiter von dir auf weg. Mit dem Einatmen komm hoch, weite Kobra. Ausatmen, lass dich wieder absinken. Einatmen, weite Kobra, öffne dein Herz. Ausatmen, wieder zurück. Ein paar Mal im eigenen Atemrhythmus.
Und dann komm wieder zurück zur Mitte. Und mit deinem nächsten Ausatmen schieb dich wieder zurück in dein Kind. Wenn du magst, bring wieder deine Knie auseinander, dass sich deine Zehenspitzen hinten noch berühren. Und leg dich vorne zwischen deinen Beinen ab. Lass dich wieder ganz mit dem Boden verschmelzen. Und wenn du soweit bist, komm hoch zum Sitzen und bring beide Beine nach vorne. Winkel dein linkes Bein an und lass dein rechtes Bein gerade nach vorne rausgestreckt. Öffne deine Hüfte ein bisschen mehr lateral zum langen Mattenende. Sehr schön. Stell deine linke Hand hinter dir auf. Mit dem Einatmen öffne dein Herz. Komm hoch in Baby Wild Thing. Mit dem Ausatmen falte nach vorne über dein rechtes Bein. Einatmen Baby Wild Thing. Ausatmen, falte nach vorne. Noch dreimal so. Einatmen Baby Wild Thing. Ausatmen, falte nach vorne. Einatmen, öffne dein Herz. Ausatmen, falte nach vorne. Letztes Mal, einatmen, öffne dein Herz. Ausatmen, falte nach vorne und bleibe hier. Lass deinen Rücken ganz weich und rund werden, wenn du magst. Schwinge leicht von links nach rechts hier. Kopf ist schwer. Schließ deine Augen, wenn du magst. Vielleicht möchtest du deinen Kopf ein bisschen von links nach rechts drehen und spüren, wie sich dadurch die Dehnung in deiner Wirbelsäule verändert. Und dann löse dich, komm langsam wieder hoch und wechsel einmal die Seiten. Lass dein linkes Bein gerade nach vorne rausgestreckt und winkel dein rechtes an, wieder ein bisschen lateral geöffnet zum langen Mattenende. Stell deine rechte Hand hinter dir auf. Mit dem Einatmen komm in Baby Wild Thing. Ausatmen, falte nach vorne über dein linkes Bein. Einatmen, Baby Wild Thing. Ausatmen, falte nach vorne. Einatmen, öffne dein Herz. Ausatmen, falte nach vorne. Noch zweimal so. Einatmen, öffne dein Herz. Ausatmen, falte nach vorne. Atme ein. Und atme aus. Bleib hier. Lass deinen Rücken wieder ganz weich werden. Schwing leicht von links nach rechts. Dein Kopf ist schwer, wenn du magst. Schließ auch deine Augen. Vielleicht möchtest du deinen Kopf leicht von links nach rechts drehen. Und dann löse dich langsam
und bring beide Fußsohlen aneinander, lass deine Knie nach außen fallen und leg dich nach hinten ab in Supta Baddha Konasana. Leg deine rechte Hand auf deinen Bauch und deine linke auf deinen Brustkorb. Lass deinen Atem ganz entspannt fließen. Spür deinen Körper und spür die Energie in deinem Körper, die du freigesetzt hast. Vielleicht bist du ganz warm. Und während du hier atmest, nimm alles an deinem Atem wahr, wie sich dein Atem anhört. Und wie sich dein Atem anfühlt und wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Und vielleicht kannst du hier ein Gefühl der Dankbarkeit kultivieren für dich und das Wunder, das du bist und für deinen Körper und alles, was er jeden Tag leistet. Spüre die Energie, die du einatmest, die dieses Wunder nährt. Werde dir selbst bewusst, was für ein Wunder du eigentlich bist. Und für heute entscheide dich, dir nur mit Liebe zu begegnen und dich sanft anzunehmen, genau so wie du bist. Denn genau so wie du bist du perfekt. Und du musst niemals etwas ändern. Und dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück und atme einmal ganz tief ein. Und beginne langsam wieder deinen Körper zu spüren, die Schwere deines Körpers. Und spür die Punkte, wo deinen Körper an die Matte presst. Wenn du magst, ziehe einmal deine Knie zur Brust und mach kleine Kreise mit den Knien und massiere deinen Rücken auf der Matte. Und lass deine Augen weiterhin geschlossen und wenn du magst, komm auf deine eigene Art und Weise hoch in einen aufrechten, geraden Sitz. Nimm dir noch hier einen Moment Zeit, um in dich hineinzuspüren, wie du dich jetzt nach der Praxis fühlst, was du über dich selber herausgefunden hast und dass du dir selber heute versprochen hast, dir selbst mit Liebe und Sanftheit zu begegnen. Und dann bring deine Hände ins Anjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Und deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt. Und danke, dass du heute mit mir geübt hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.